Hallo und herzlich willkommen bei Edis TechLab. Heute ist der erste Teil von unserem automatischen Gartenbewässerungsprojekt. Wir werden so eine Platine fertigen. Wie die funktioniert und aufgebaut ist, das erkläre ich euch heute. Und wie immer gilt, jeder kann das. Starten wir mit einer Übersicht, was das Projekt alles können soll. Ich zeichne hier einen Blumentopf und der soll automatisch bewässert werden. Auf einer Seite haben wir drei Bewässerungsdüsen und auf der anderen Seite zwei Stück. Zum Messen der Bodenfeuchtigkeit verwenden wir einen kapazitiven Bodenfeuchtesensor. Wenn ihr mehr Details über diesen Sensor erfahren wollt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung das Video dazu. Um die Bewässerung einzuschalten, verwende ich hier eine Pumpe. Alternativ kann hier natürlich ein Wasserventil verwendet werden, das man mit 12 Volt schalten kann. Die Pumpe wird über unsere Mikrocontroller geschalten und wie zuvor erwähnt, das ist eine 12 Volt Pumpe. Als Mikrocontroller verwende ich den Wemus D1 Mini. Natürlich können wir die 12 Volt nicht mit unserem Wemus D1 Mini direkt ansteuern, aber mit einem MOSFET können wir mit unserer Ausgangsspannung von 3,3 Volt die 12 Volt durchschalten. Sehen wir uns jetzt die Komponenten an, die wir für die kleine MOSFET-Steuerung benötigen. Hier verwenden wir einen N-Channel MOSFET und zwar vom Typ IRLB8721P. MOSFET steht für Metal Oxide Semiconductor Feldtransistor. Die drei Anschlüsse an einem MOSFET nennen sich Gate, Drain und Source. Angesteuert wird der MOSFET über den D1 Mini über den Pin D1. Der Widerstand R2 mit 220 Ohm dient zur Strombegrenzung und der Widerstand R1 mit 10 Kiloohm ist ein sogenannter Pull-Down-Widerstand. Um den Transistor vor Induktionsspannung zu schützen, die durch das Schalten von einem Motor oder einer Spule auftreten können, wird die Diode D1 parallel zum zweipoligen Schraubenterminal eingesetzt. Hier haben wir die 12 Volt Einspeisung und der Ground wird über den MOSFET geschalten, deswegen heißt er auch N-Channel MOSFET. Über einen 5,5 mm Hohlstecker werden die 12 Volt eingespeist. Damit wir die 12 Volt gleich nutzen können, um unseren Wemus D1 Mini zu versorgen, habe ich einen LM1117 5 Volt Spannungsregler hinzugefügt. Um Spannungsschwankungen zu vermeiden, ist über die 5 Volt Spannungsversorgung ein Kondensator mit 10 Mikrofarad parallel geschalten. Am Wemus D1 Mini haben wir einen analogen Eingang und einen digitalen Ausgang. Versorgt wird der Wemus D1 Mini mit 5 Volt an diesen Pin und die 3,3 Volt, die verwenden wir für unseren Sensor. Hier sehen wir jetzt die Schaltung fertig aufgebaut mit dem Spannungswandlerteil, der MOSFET, der Wemus D1 Mini und die 12 Volt Spannungsversorgung. Angeschlossen wird die Pumpe und der Sensor an diesen Terminals. Den Aufbau und die Beschreibung für dieses Projekt findet ihr wie immer auf der Webseite von Edis TechLab unter dem Menüpunkt Projekte. Ich stelle euch sogar den Schaltplan zur Verfügung, damit jeder dieses Projekt nachbauen kann. Den Link für den GitHub Source Code findet ihr natürlich auch auf der Webseite. Es gibt zwei Varianten, einmal mit MQTT und einmal ohne. Wer Interesse an allen Projekten von Edis TechLab hat und ihr den Kanal unterstützen wollt, dann kann ich euch das Buch Heimautomation und Do-It-Yourself-Elektronik in der Early Bird Edition ans Herz legen. Dieses Buch wächst Monat für Monat und hat mittlerweile schon über 300 Seiten. Wer es jetzt kauft, der kann Geld sparen,
denn durch den erweiterten Inhalt wird der Preis Monat für Monat leicht steigen. Aber für alle, die das Buch jetzt schon kaufen, die bekommen die zukünftigen Updates kostenlos dazu. Ich möchte mich jetzt schon herzlich bei euch für eure Unterstützung bedanken. Jetzt können wir die Pumpe anschließen. Hier müsst ihr aber Acht geben, dass ihr Plus und Minus nicht verdreht. Der graue Balken an der Diode ist der Minuspol. Als nächstes schließen wir den Bodenfeuchtesensor an. Der hat 3 Pins, Ground, VCC und den analogen Ausgang. Ich habe hier direkt an den Sensor ein dreipoliges Kabel angelötet. Ich verwende hier das Gardena Microtip System. Das sieht sehr gut aus, ist aber extrem teuer. Wenn ihr billigere Alternativen habt, dann verwendet das. Wer es ganz einfach haben möchte, der kann einfach ein paar kleine Löcher in den Schlauch bohren. Das funktioniert auch und stört die Pflanzen eigentlich nicht. Noch kurz vorneweg, die Halter, die ihr hier seht, die habe ich zum Schluss wieder entfernt und alles mit Kabelbinder fixiert. Das hält viel besser. Aber seht euch jetzt an, wie ich das Ganze aufgebaut habe, und natürlich waren noch ein paar Fehler dabei. Wie zum Beispiel, dass ich zuerst nur 3 Düsen verwenden wollte. Nachdem wir die ganze Verrohrung abgeschlossen haben, können wir unsere Mikroprozessor jetzt programmieren. Um den Sensor sehr einfach kalibrieren zu können, habe ich euch einen Sketch geschrieben. Dieser Sketch nennt sich Bodenfeuchte Sensor kalibrieren. Den GitHub-Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Es startet ein Countdown von 10 Sekunden, bevor die erste Messung gemacht wird. Dafür wird die Messspitze einfach am Tisch liegen gelassen. Es werden 10 Messwerte genommen und aus diesen Messwerten errechnet sich dann ein Mittelwert. Wenn die Messung abgeschlossen ist, startet noch einmal ein 10 Sekunden langer Counter. Für diese Messung wird der Sensor ins Wasser getaucht. Aber Achtung, stellt sicher, dass ihr die Elektronik gut versiegelt habt oder am besten gar nicht ins Wasser eintauchen. Hier werden auch wieder 10 Messwerte entnommen. Wenn beide Messungen abgeschlossen sind, dann bekommen wir den Mittelwert für Soil Moist Level Low und High. Am besten schreiben wir uns beide Werte auf, da wir sie gleich benötigen werden. Und jetzt können wir auch schon unseren Sensor in die Erde stecken. Sehen wir uns jetzt ein paar Parameter an, die wir beim Source Code ohne MQTT konfigurieren müssen. Die erste Variable gibt an, nach wie vielen Sekunden der Sensor wieder messen soll. In die nächsten beiden Variablen schreiben wir die Messwerte, die wir gerade erhalten haben, rein. Die nächste Variable gibt an, ab welchem Prozentwert das Gießen beginnen soll. Das heißt, wenn die Bodenfeuchte 20% unterschreitet, startet der Gießvorgang. Hier geben wir an, wie lange das Wasser beim Gießvorgang eingeschalten bleibt. Hier sind es 7 Sekunden, aber das müsst ihr bei euch austesten, weil jeder hat unterschiedliche Wasserdrücke und da sind so viele Parameter, das müsst ihr einfach testen. Die nächste Variable gibt an, wie oft pro Tag gegossen werden darf. Man sollte die Pflanzen nicht öfters als einmal am Tag gießen. Als Ausnahme können Balkonpflanzen, wenn es sehr heiß ist, zweimal gegossen werden.
Mit den nächsten zwei Variablen definieren wir den analogen Ausgang 0 für unseren Sensor und den Pin Nummer 5, an dem die Pumpe hängt. Wenn ihr alle Parameter angepasst habt, dann könnt ihr den Sketch uploaden, die 12 Volt anschließen und euer Projekt testen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Edis Techlab.